Hallo zusammen, wir fertigen wieder mal Kühlboxen und zwar Kühltruhen mit 200 Liter Nutzvolumen, betrieben auf 12 oder 24 Volt. Wir haben hier diese kleine Truhe. Die Steuerung ist identisch wie bei unserer besten Kühlbox. Wir haben hier einen kleinen Ablauf zum dem Boden, wenn man sie rauswäscht und so weiter. Der Temperaturbereich bei dieser Kühlbox bzw. Tiefkühltruhe geht von plus 10 bis minus 18 Grad Celsius. Die Bedienung hier ist genau gleich eben wie bei unserer besten Kühlbox, die B46, 56 und 81. Ist eigentlich ganz einfach, wir haben Set minus 18 Grad, wir können hier rauf auf plus 10 Grad. Wir können hier den Unterspannungsschutz einstellen und sogar umstellen auf zum Beispiel Fahrenheit. Wir haben eine Errorlampe, zum Beispiel wenn zu wenig Spannung ist, blinkt die hier einmal. Wir haben hier jetzt Run, der Kompressor muss laufen. Ihr seht, wir sind hier am Fertigen, noch am Füllen, Probelauf. Wir sehen, hier kommt natürlich die Abdeckung drüber. Wir haben Kompressor BD35K, Sekop mit der aktuellen Steuerung. Hier liegt eine Zange drin, hier ist noch ein bisschen Kabelchaos, aber wir sind noch am Fertigmachen. Hier ist das Tippenschild der Kühlbox oder der Kühltruhe. Bei uns läuft das Untersolarkühlgerät. Wir haben innen drin von der Einrichtung haben wir zwei Körbe, die kann man hin und her schieben und wir haben einfach einen großen Kühlraum, also 200 Liter Volumen. Kühl- oder Tiefkühltruhe oder Kühlbox, die findet ihr bei uns bei den Solargeräten. Da verlinke ich euch unten drin den Katalog, da findet ihr die technischen Daten, Stromverbrauch und so weiter. Hier mache ich euch einen Link zur besten Kühlbox mit diesem Display und hier unten einen Link für die Bedienung, wie man das Display bedient. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.